Na, immer noch auf der Suche nach der passenden Beilage zu eurer Ente? Wir machen heute karamellisierten Wirsing. Wie das funktioniert, seht ihr in diesem Video. Klappe und Action! Oh, ist das lecker! Für unseren karamellisierten Wirsing benutzen wir heute unsere Hochrandpfanne. Und Carmen, ich glaube, diese Pfanne ist die erste, die wir überhaupt jemals von Hoffmann bekommen haben. Die ist jetzt 5 Jahre alt und die ist noch wie neu. Wir benutzen die jeden Tag für unser Essen. Und ich kann es euch nur empfehlen, morgen ist Black Friday. Wenn ihr den Link unter unserem Video, was ihr jetzt gerade seht, benutzt, dann kommt ihr direkt zu Hoffmann und da gibt es Prozente, Prozente, Prozente und ihr kriegt richtig geiles Werkzeug. Wir kochen jetzt aber Wirsing. Denn die Messer geschärft. Wirsing schneiden. So. Messer gewetzt. Was habe ich gesagt? Geschärft. Gewetzt. Messer gewetzt. Genau. So, halbieren den Vogel. Oh, guck mal, hier mit einem vernünftigen Werkzeug geht das auch. Und dann haben wir hier den Strunk für alle die, die es noch niemals gemacht haben. Einfach vierteln. So, und jetzt nehmen wir hier den Strunk raus. So, der kommt an die Sieht. Und was ich immer empfehle, den schneidet ihr einfach nochmal durch. Und jetzt können wir so blättrige Stückchen herunterschneiden. Und den waschen wir jetzt erstmal. Den gewaschenen Wirsing, den lassen wir jetzt ein bisschen abtropfen, damit wir nicht so viel Wasser in der Pfanne haben. Und wir starten jetzt mit unserem Karamell. Dazu geben wir in die vorgewärmte Pfanne schon mal ein bisschen Öl hinein. Na, das ist antihaft, ne? Sieht man. Und die Hochrandpfanne kommt gleich so richtig zum Tragen, weil wir haben hier relativ viel Kohl. Bevor der Kohl aber reinkommt, lassen wir in dem heißen Öl unseren braunen Zucker einfach nur ein bisschen karamellisieren. Dabei solltet ihr nicht so viel umrühren, sondern lasst den einfach mal schmelzen. Das geht praktisch wie von selbst. Schau mal, da kommt er schon. Und man sieht es hier ganz deutlich. Das geht rucki zucki, kleinen Moment Geduld, nicht dabei weglaufen. Nach wenigen Minuten kann man schon das Ergebnis sehen. Und da geben wir jetzt unsere Zwiebeln dazu. Die habe ich schon mal fein geschnitten. Und auch gleich unseren Knoblauch. Und lassen die auch ein bisschen mit karamellisieren. Schau dir das an. Das ist einfach so einfach, das ist schon wieder gut. Kräftig an dieser Stelle schon mal würzen mit Pfeffer und Salz, weil ihr denkt dran, wir haben einen ganzen Wirsing. Wir kochen für 4 Personen. Nicht erschrecken, das gehört daran. Also das ist nun wirklich eins der einfachsten Rezepte, die wir überhaupt im Angebot haben. Karamellisierter Wirsing. Und wenn da mal so dickere Stückchen sind vom Zucker, die lösen sich nachher von ganz alleine auf. So, und wenn die Zwiebeln hier glasig geworden sind, geben wir unseren gewaschenen Wirsing da jetzt einfach oben drauf. So, jetzt kommt der nächste große Vorteil unserer Hoffmann-Pfanne ins Spiel. Die hat nicht nur einen hohen Rand, die hat auch noch den passenden Deckel. Und wir schmoren den Kohl jetzt erst einmal unter dem Deckel. Wir gehen von 9 mal so auf 7 zurück, dass der Kohl jetzt so ein bisschen gar wird und dabei zusammenfällt. Ja, das ist wie im richtigen Leben. Der wird von alleine kleiner. Übrigens unsere neuen Schürzen im Shop. So, 2 bis 3 Minuten sind rum. Unser Wirsing ist ein bisschen zusammengefallen und jetzt wollen wir mal gucken. Aha, da fängt es jetzt an zu knistern. Aha, da wird er jetzt braun und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen ihn karamellisieren. Dadurch, ihr kennt das von den Kohlrouladen, eine richtig schöne braune Kohlrouladen, die so ein bisschen Röststoffe hat, schmeckt immer anders, als wenn es nur Weißkohl wäre. Und das ist beim Wirsing hier in der Pfanne genau dasselbe. Den braten wir jetzt regelrecht an. Und wir können da jetzt gleich noch eine ordentliche Note Muskatnuss rangeben, weil Muskatnuss und Kohl, das passt ja wie der Deckel auf die Pfanne. So, schaut mal. Noch einen ganz kleinen Moment. Und dann haben wir die perfekte Beilage zu eurem Weihnachtsgericht. Das ist
Manchmal hat Kochen auch ganz viel mit Hören zu tun. Wir hören, dass das hier kräftig am Schnurgeln ist. Und wir haben auch Farbe. Das heißt, es ist genau das passiert, was wir haben wollen. Der Kohl ist leicht karamellisiert und schon deutlich zusammengefallen. Und jetzt, nein, ihr müsst es nicht tun, ganz bestimmt nicht. Aber ich gebe an meinen Schmorkohl immer noch einen ganz kleinen Schuss Teriyaki-Soße dazu. So, das unterstreicht das Ganze noch ein bisschen. Aber zur Weihnachtsgans oder zur Weihnachtsente muss man das nicht machen. Aber probiert es mal aus. So, einmal kräftig durchschwenken. Finito. Ihr solltet das mal ausprobieren. Super schnell und easy gekocht. Und bitte, morgen ist Black Friday. Denkt daran, Weihnachten steht vor der Tür. Tschüss, ihr Lieben. Beste Grüße aus Hamburg. Tschüss, wir haben euch lieb. Natürlich.